Hier zeigen wir dir, wie du bei der Nintendo Switch Lite den Spielkartenleser tauschst. Ersatzteile und Werkzeuge findest du in der Videobeschreibung. Zuerst entfernst du auf der Rückseite 4 Tripoint-Schrauben. Bitte sortiere dir alle Schrauben, damit du beim Einbau nicht durcheinander kommst. Jetzt werden 2 Kreuzschrauben auf der Unterseite entfernt und danach 2 weitere auf der Oberseite. Mit einem Plektrum fährst du nun vorsichtig am Seitenrand entlang. Für den Einstieg eignet sich am besten der Bereich bei den Lautsprechern. Achte darauf, nicht zu tief reinzufahren. Danach werden 4 Kreuzschrauben entfernt. Schließlich kannst du das Abschirmblech ausbauen. Nun wird zuerst die Flexverbindung gelöst. Unmittelbar danach wird die Akkuflexverbindung getrennt. Du machst eine weitere Flexverbindung ab. Nun werden die markierten Schrauben abgemacht. Vorsichtig ziehst du die Einheit mit dem Kartenleser von ihrem Platz. Jetzt klappst du einen Riegel um, ehe du die Buchse abnehmen kannst. Diesen Schritt machst du, sofern das neue Ersatzteil keine Buchse hat. Je nachdem setzt du nun die alte Buchse auf den Spielkartenleser und klappst den Riegel um. Vorsichtig setzt du die Einheit an ihren Platz. Nachdem du die Schrauben eingesetzt hast, wird die Flexverbindung angebracht. Jetzt wird der Akku verbunden. Danach wird die Flexverbindung angebracht. Nun wird das Abschirmblech an seinen Platz gesetzt. Die 4 Schrauben werden eingeschraubt. Jetzt wird das Backcover festgemacht. Schließlich werden alle Außenschrauben eingesetzt und verschraubt. Freut uns, dass wir zusammen repariert haben. Wenn dir unser Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal. Ersatzteile und Reparateure findest du auf kaputt.de.